Lebensmittelskandal in Nordhessen. Imbissfans zeigen sich im Netz geschockt. Ich bin dermaßen wütend gerade, das kann ich nicht in Worte fassen. Also das ist schon kriminell. Wie grausam können Menschen sein? Ich fühle mich kulturell beleidigt. Zack, Ruhrpottverbot. Ruf die Polizei. Boah, Junge. Eigentlich ist Benjamin Becker für seine fein abgeschmeckte Imbiss-Kulinarik bekannt. Doch seine neu kreierte Currywurst Hawaii erregt die Gemüter. Was der Bauer nicht kennt, das isst er auch nicht. Ne? Also die Leute sind eher für Neues nicht so offen. Ne? Aber ich glaube schon, dass der eine oder andere kommt und neugierig ist und probiert. Und natürlich, wer keine Ananas mag und sich dann auf die Currywurst Ananas machen lässt, ist klar, dass das nicht schmeckt. Seit 2 Tagen auf der Karte ist die Currywurst Hawaii ganze 0-mal bestellt worden. Ob sich das noch ändern wird? Ich würde es mir jetzt nicht bestellen, nee, glaube ich nicht, ja. Du kannst es for free mal probieren, wenn du willst. Nee, danke. Danke, will ich nicht. Ich mag zwar Ananas, aber nicht auf der Currywurst. Warum denn nicht? Nee, weil ich auch keine Hawaii-Toast esse. Wollen Sie mal probieren? Nee, mag ich nicht. Wirklich nicht. Currywurst mit Ananas. Da ist mein Bus, Leute. Wird die Currywurst Hawaii zum großen Fastfood-Desaster? Vielleicht muss man sie einfach mal probieren, um auf den Geschmack zu kommen. Eigentlich ist Ananas nicht so mein Fall, bei salzigen Sachen, aber... Oh, das sieht kritisch aus. Kann man machen. Besser als Hawaii-Pizza auf jeden Fall. Also wenn man auf die Ananas speist, die ist ja süß, aber dann kommt gleich dieser Curry-Geschmack hinterher. Ist wunderbar. Eine gute Mischung. Ist ganz okay. Und ehrlich? Ja, schmeckt. Also die Ananas passt nicht so gut dazu. Bisschen kräftig gewürzt und dann das Süße. Schön. Lecker. Na also, findet die Currywurst Hawaii doch noch ein paar Fans. Und Benjamin Becker, der tüftelt schon an der nächsten Imbiss-Kreation. Currywurst Pizza. Weil wir haben ja auch... leckere Pizzerien hier um die Ecke. Vielleicht, dass man auch mal irgendwas ganz Verrücktes macht, die Berliner auf eine Pizza. Und dann können sich die Leute ja wieder aufregen. Und dann können wir wieder schmunzeln wegen den Kommentaren.